Ja, hallo meine Zuschauer. Ich bleibe jetzt auch hier in einem Artikel hängen, was wohl auch sehr wichtig mir erscheint. Ne, hier geht es hier, der Abend, 11.12., ist ja hier wohl einiges in unserer Bundesregierung, da brodelt es, da kocht der Kessel. Also, was ich jetzt hier euch kurz mitteilen möchte, schalte ich aber gleich noch in die Artikel um. Am 7.12. war der Herr Habeck bei Herrn Steinmeier. Und gestern finde ich hier bei der NZZ einen Artikel: vorgezogene Bundestagswahl, die CDU stehe bereit. Und genau heute legte Herr Lindemann, glaube ich, Generalsekretär der CDU, ein neues Parteiprogramm der CDU vor. Also 11.12. Dann haben wir nochmal die Haushaltsgespräche im Bundeskanzleramt mit Scholz, Lindner und Habeck. Das ist der dritte Tag. Und gerade erfahre ich, ist wieder vertagt worden. Also man wird da auch nicht einig. Und die FDP stimmt jetzt ab, ob die FDP die Ampel verlassen soll oder nicht. Und man kann da wohl nur mit Ja oder Nein stimmen. Also hier brodelt das ganz gewaltig. Und ich zeige euch gleich auch nochmal die aktuellen Umfragewerte. Ich weiß nicht, ob es da schon neue gibt, weil davon hängt das ja ab. Und weil ich kann mir gut vorstellen, dass man hier irgendwas austaktiert, irgendwas verhandelt. Es geht nicht mehr um den Haushalt. Es geht, wie man jetzt hier sauber rauskommt, weil Ansprüche auf eine Pension haben jetzt alle Minister. Der 8.12. ist vorbei. Und dass jetzt hier verhandelt werden soll, wie es jetzt weitergeht, mit Olaf Scholz, mit Friedrich Merz oder Habeck als neuer Kanzler oder Pretorius oder Frau Baerbock. Das sind ja jetzt alle Varianten möglich. Und das bespricht man denn jetzt mit dem Oppositionsführer Merz und ne? Habeck für den Grünen. Lindner ist auch dabei bestimmt, ne? Der ist ja im Kanzleramt, Scholz. Die einzige Partei, die fehlt, ist die AfD. Und ich habe die große Befürchtung, dass man jetzt hier der AfD Schwierigkeiten bereiten möchte. Aber da komme ich später zu, wenn wir da in den Artikel reingehen. Und ich mache nochmal hier so die Umfragewerte, damit man das anhand von Grafiken, damit ich das euch erklären kann. Ne? Ich schalte euch dazu wieder um in die einzelnen Artikel. Also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss, weil es ist unfassbar, wenn ich hier mir das alles hier so zusammen baue, wie so Lego-Steinchen, was hier eventuell passieren könnte. Ne? Starten möchte ich mal hier nochmal hier die Umfragewerte vom 7.12. Da hat die CDU 32%. Lass mal gucken, haben wir nicht plus minus? Ja, das sehen wir jetzt hier nicht. Ne? Also hier nochmal, also 31,2, die AfD 20,3, die SPD 15,3. Dann sehen Sie mal, einen sind hier drin, hier die Linken sind raus in allen Umfragen und FDP kämpft hier ganz klar ums Überleben. Das muss man ganz klar so sehen. Und die SPD schlechtesten Wert überhaupt, wenn wir uns jetzt mal diesen Wert ansehen. Und AfD wird ja immer stärker. Und das möchte man vielleicht mit Hilfe des Bundespräsidenten irgendwie stoppen, dass wir das nachher nicht hier, ja, Grüne, das ist mir echt schleierhaft. Wer wählt Grüne 15%? Das ist für mich ein absolutes Rätsel, weil hier oben hatte ich noch die alten Werte. Achso, hier ist eine Nummer neu. Aha. Da kommt gerade hier nochmal was rein. Achso, oben ist ein neuer. Das sehen wir doch jetzt, ne? CDU nur noch 30, AfD 22, SPD 16, Grüne 12, FDP wäre wieder im Bundestag. Ne? Also so ganz knapp geht das hier hin und her, wenn man das mal hier sieht. Ne? Siebter, hier wäre die FDP draußen. Ich vom 8. habe ich hab bald täglich hier, also ich habe täglich jetzt hier die Hochzahlen. Nehmen wir mal die letzten. Also hier wäre die FDP drin, dann ist ja auch nachher hier mit der Verteilung der Sitze, ne? Der Anteil, sollte die FDP nicht reinkommen, dann wird das ja auf die anderen Parteien umgelegt. Okay, jetzt gehen wir mal in die Artikel mal rein. Als erstes wollte ich euch zeigen,
dass der Habeck, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gesagt worden ist, hier regional heute, Steinmeier lädt Habeck am Freitag zum Krisengespräch. Warum lädt er denn Herrn Habeck, warum nicht Herrn Scholz, warum nicht alle drei? Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, das wird das Video hier sprengen. Ich schneide das nur mal an und ich möchte euch hier mit meinen Gedanken euch ein paar Gedankenanstöße geben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das ja seht. Ne? Also 7.12. Berlin, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, Grüne, am Freitag zum Gespräch nach Schloss Bellevue eingeladen. Man sagt dann immer hier jetzt in den Öffentlich-Rechtlichen, ja, das macht man, ist normal, dass man den Bundespräsidenten da einweiht. Also eigentlich ist das nicht normal, weil normalerweise muss ja die Ampelpartei doch das hinbekommen, dass man dieses Milliardenloch, oder sind die Löcher viel größer, oder geht es hier um was ganz anderes, dass man das nur hier vorschiebt, diese Haushaltskrise, um es nachher was ganz anderes zu präsentieren? Die große Befürchtung habe ich mittlerweile, weil die werden sich nicht einig. Da kommt nichts mehr und die Zeit läuft ab für Haushalt 2024. Ne? Und die CDU sitzt da in Lauerposition. Und sollten die jetzt irgendwas präsentieren, was wieder verfassungswidrig ist, wird die CDU wieder zum Bundesverfassungsgericht einen Antrag stellen auf falsche. Mich würde auch mal interessieren, was wäre eigentlich, wenn die AfD hier beim Bundesverfassungsgericht gegen solche Gesetze klagt? Werden die dann alle abgelehnt? Keine Ahnung, weil alle Anträge, alles, was die AfD macht, landet alles in eine Schublade. Hat das jetzt aber damit zu tun, weil die AfD nur zweitstärkste Oppositionspartei ist und sich nicht koscher ist, mit der CDU nicht eine Stimme sprechen. Und ja, man ignoriert die völlig weg. Die Befürchtung habe ich, aber die Zeiten werden kommen. Davon bin ich auf jeden Fall von überzeugt, weil wenn das hier alles hier in die Hose geht. Weil der Souverän ist das Volk und müssen wir ganz klar sagen, wie wir hier wieder ausgetrickst werden sollen. Ne? Bei dem Treffen mit dem grünen Politiker soll es angesichts der Haushaltskrise in erster Linie um die aktuelle Lage der Bundesregierung gehen. Ja, das ist, weiß man nicht. Ich glaube, hier ist der Artikel schon zu Ende, also ein sehr kurzer Artikel. Ne? So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Also gestern am 11., da hat sich wohl einiges hier wohl getan. Mal gucken, was habe ich hier? Habe ich erstmal, gehen wir erstmal hier rein. Finde ich hier bei Bild. Ja, jetzt wird der Merz eingeladen. Also, ne, 7.12. war der Habeck. Jetzt 12.11., ne, noch ganz aktuell. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit CDU-Chef Friedrich Merz offenbar auch über die Ampelkrise sprechen. Also auch über die Ampelkrise. Ne? Am Donnerstag am Gespräch bestätigte das Bundespräsidialamt auf Bildanfrage. Obwohl es ein turnusmäßiges Treffen ist, könnte der Zeitpunkt nicht brisanter sein. Denn beim Gespräch des Bundespräsidenten mit dem Oppositionsführer dürfte dem Vornehmen nach auch die nicht enden wollende Regierungssprache kommen. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist das. Dass die Finanzpläne der Ampelkoalition für verfassungswidrig erklärte, ringt die Ampel um einen Haushalt für 2024. Und da will man jetzt hier natürlich den Krieg jetzt von der Ukraine, wo ja bald, eigentlich müsste man da über Frieden reden und nicht, ne? Und nicht weiter noch 8 Milliarden nach die Ukraine schicken, weshalb Geld überhaupt nicht da, was man denen da verspricht, ne? Sieht ja schon fast so aus, damit das hier nicht für uns Bürger in einem totalen Chaos endet. Ne? Denn wo soll da Geld herkommen? Ne? Denn in den Umfragen fahren die Ampelchefs inklusive unserer Chance so schlechte Ergebnisse ein. Ja, haben wir gerade gesehen. So, bis Weihnachten muss täglich 1 Milliarde her. Wo sollen die herkommen? Ja, die Union fordert. Geht der Artikel noch weiter? Und können dann mal die Regierungskrise an 2017 wach werden. Damals lang Steinmeier die Wiederwahl zum Eintritt in die weitere GroKo. Ne? Also geht hier vielleicht um was ganz anderes. Die Befürchtung habe ich, weil ich bei der NZZ folgenden Artikel gefunden habe. Schaut mal, ne? 11.12. heute Nachmittag, also gestern Nachmittag, sollte es zu einem, also warte, ich mache eben mal hoch.
da oben, ne? NZZ Schweiz, International Grundsatzprogramm. Da sind wir ja hier in der Schweiz unterwegs und vielleicht erfährt man da vielleicht ein bisschen mehr. So, sollte es zu einer vorgezogenen Bundestagswahl kommen, wären wir bereit. Die CDU präsentiert ihren neuen Kompass nach der Ära Merkel als klare erkennbare Partei der rechten Mitte. Wie rechte Mitte? Die CDU steht vollkommen links. Was ist denn hier? Verstehe ich nicht. Ne? Mitte haben die schon längst verlassen, meiner Meinung nach. Ne? Jetzt will man hier irgendwo die Themen der AfD jetzt übernehmen. Weil Merz hat ja mal gesagt, er möchte die AfD halbieren. Genau das Gegenteil tritt ein. Und jetzt kommt man hier mit vielleicht mit Themen, die die AfD in ihrem Parteiprogramm stehen hat. Und man übernimmt das jetzt. Und das wäre natürlich eine richtige Sauerei. Und AfD verliert dadurch. Aber wir werden sehen, ob das Volk da mitgeht. Denn ihr dürft nicht vergessen, GroKo 2.0 würde genauso weitermachen wie jetzt die Ampelregierung. Das steht ja wohl mal fest. Da könnt ihr also sowas von sicher sein. Da wird sich dann nichts ändern. Das kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Erstmal seit 2007 legt die Deutsche Christliche Bundesmission einen Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vor. Es trägt in vielen Punkten die Handschrift des Parteichefs Friedrich Merz. Ich lache mich tot. Mr. BlackRock macht jetzt ernst. Ne? Ihr müsst nicht vergessen, dass BlackRock hier vielleicht auch die Interessen hier, ne? Das ist ja alles geplant und gewollt, was hier in Deutschland passiert. Dass wir raus aus der Atomkraft, nur noch Solar und Wind, unsere Industrie liegt am Boden. Hier werden Verfahren, hier werden Leute eingesperrt, ein Jahr lang, ohne Anzeige. Und jetzt kommt plötzlich die Anzeige hier mit den neuen Rollatoren, die angeblich dann den Reichstag da stürmen wollten. Wie heißt der da? Reiser? Ja, wollte ich auch ein Video machen, Prinz Reuß oder mit was mit Hans-Georg Maaßner passiert ist, mit der Verfolgung. Also hier laufen Sachen. Es ist unfassbar, dass hier Rentner aus Altenheim raus müssen und da kommen dann nur noch Flüchtlinge, noch geht's noch nach, ohne Papiere, alles kommt nach Deutschland rein und dann ist doch alles hier gewollt und geplant. Das macht mir doch keiner hier weiß. Ne? Aber gehen wir mal hier rein, ich muss nicht hier so hin, wie es ist, weil eigentlich müssen die Deutschen sich hier voll auf der Straße wehren und gegen so Gemachenschaften hier klar sich dagegen wehren. Damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel applaudiert beim Parteitag in Hamburg 2018 nach der Bewerbungsrede von Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz. Die hat doch keinen an sich rangelassen. Generalsekretär, ich werde jetzt ja nicht alles vorlesen, wer will, kann das ja hier euch durchlesen. Und die CDU sieht sich nach Volkspartei der Mitte. Wenn ich das schon lese, die Mitte haben die klar verlassen, weil die mit der GroKo und mit der Merkel total nach links gerückt sind. Da müssen die ganz sagen, Grenzen zu und wir bauen Atomkraftwerke, die neuen Generatoren mit dem Atommüll. Das machen alle anderen Industrieländer, habe ich ein Video zu gemacht. Und Baerbock kommt ja da auf der Wirtschaftskonferenz, Weltwirtschaftsklimakonferenz in Dubai, kommt hier auch nicht weiter, kann den nicht unterschreiben, den Vertrag, weil es ja klar, dass die Ölländer nicht aus Öl und Gas aussteigen. In welchen Träumereien leben wir hier eigentlich, unsere Regierung? Und wir gehen hier die Wirtschaft, wir haben bald hier 10, 15 Millionen Leute arbeitslos. Wer soll das alles bezahlen? Ne? Okay, geht's hier mal hier weiter. Ne? So, Freiheit, Sicherheit, Grundsatz zur CDU. Das ist schon ein größerer Artikel. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören plötzlich zu Deutschland. Ha! Und der, was, wie war das? Hier, die Merkel hat gesagt, der generelle Islam gehört zu Deutschland. Jetzt wird das hier schon differenziert. Und auch der Christian Wulff hat auch gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Der genau da oben ist er, wo die Merkel ja auch dafür gesorgt hat, dass der Wulff unbedingt Bundespräsident wird. Der war überhaupt nicht an der Reihe, vom Alter her schon gar nicht. Aber der Christian Wulff wurde schon intern gehandelt als neuer Bundeskanzler. Und der sollte die Merkel dann vom Thron stoßen. Und das wollte die damals nicht. Ne? So, ne, Rede Islam. Aber gehen wir mal hier weiter. Energiepolitik, unter dem Druck der
Unter dem Eindruck des Reaktorunglücks im japanischen Fukushima beschloss Merkel, die letzten deutschen Kernkraftwerke gingen im April ja vom Netz. Entwurf deutlich das einen Wiedereinstieg in die Atomenergie an. Da gehen die Grünen ja nicht mit. Das ist, ne, was ja auch die AfD sagt: Wiedereinstieg in die Atomenergie. Übernehmen die jetzt schon heftig. Schon sehr heftig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Denn Deutschland könnte zurzeit nicht auf Opposition Kernkraftwerke verzichten. CDU setzt Gesamtverzögerung. Genau, das haben die von der AfD. Mal schauen, was die nachher sagen zur Einwanderung. Da sehe ich nichts. Geht das hier bei Akita? Ändern Papieren sind noch möglich. Na, ich überfliege das jetzt mal hier eben. Kindergeld, gar ja, ist alles so klein. Kleingeklecker. Entscheidend ist, was sagen die zur Einwanderung, ne? Machen die hier einen Einwanderungsstopp? Da sehe ich dann nichts zu, wird sich nichts zu geäußert. Kindernapf ist hier unten. Familien erweitern, die Linke hier, ne? Das macht ja, das machen dann hier unsere SPD, Familiennachzug zu erweitern. Die linke SPD-Flügel macht den Kanzler Druck. Ne? Von daher, und ich denke mal, hier sind genug da und das brauchen wir nicht, ne? So. Jetzt, was habe ich noch für euch? Genau, machte. Erstmal wieder treffen. Auch noch aktuell Tagesschau, bin ich ja ganz aktuell hier. Da bin ich hier. Ne? Ich weiß nicht, ob das heute jetzt 1 Uhr. Ja, kann ja nicht sein. Da war denn gestern Abend, da wurde es ein bisschen älter, aber hier Hausgespräche vertagt. Heute geht es weiter und morgen geht es auch weiter. Stimmt, das war von gestern Abend. Ich weiß nicht, wie weit sie jetzt sind. Vielleicht erfahren wir morgen früh oder gleich schon, was da beschlossen worden ist, dass die FDP vielleicht die Ampel verlässt oder dass irgendwie was Neues passiert. Ne? Weil der Parteitag hier am Wochenende, das ist ja Wissing. FDP will absolut in der Regierung bleiben. Das sieht aber hier, da habe ich jetzt das letzte, wartet, ne, das ist die Tagesschau, da habe ich dann hier Folgendes. Was war denn? Das hier. Die, ne, das hab, ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt auch hier, Merkur.de, dass die Basis von der FDP möchte jetzt abstimmen über den Mitgliederbescheid. Also die Mitglieder von der AfD, die Basis stimmt jetzt ab, ob die FDP, bevor die ganz aus dem Bundestag rausfliegen, mit ihren 5%, weil die lösen sich quasi auf, sollten in den nächsten, bei der nächsten Wahl nicht mehr reinkommen. Das ist, glaube ich, der letzte Wurf, da, wenn die Ampel hier besser nicht regieren, als jetzt mit der Ampel unterzugehen. Das muss man so ganz klar sagen. Das ist vielleicht, ne? Lesen wir mal kurz hier an. Der Beschluss steht, die FDP startet einen Mitgliederentscheid zum Verbleib in der Ampel. Doch was bedeutet die Abstimmung? Steht die Koalition vor dem Aus? Großes Fragezeichen, ne? Berlin, raus aus der Ampel, ja oder nein? Bei der FDP haben die Mitglieder jetzt das Wort. Nach einer wochenlangen interparteilichen Kontroverse hat der Bundesvorstand der Liberalen die Abstimmung zum Verbleib der Bundesregierung gestartet. Das teilte das Vorstandsmitglied Christoph Gohl auf Twitter X mit. Die Initiative unter dem Motto Weckruf hofft nun auf eine rege Teilnahme. Doch wird der parteiische Finanzminister Klinter tatsächlich hinschmeißen, wenn die Mehrheitspartei das will? Das ist die große Frage, weil, ja, ne, eigentlich dann gibt man nachher ihm die Schuld. Und wenn die nachher nicht mehr reinkommen im Bundestag, ist der Lindner Geschichte. Ist sowieso eine Einmannpartei, die FDP. Die FDP ist ja nur durch den Christian Lindner im Bundestag gekommen. Da muss man ehrlich machen. Ne? Das ist der Kopf der FDP. Und ja, die ist dann, ja, muss Lindner vor den Mitgliedern FDP zittern, ist ja jetzt nicht, war ist jetzt nicht entscheidend, aber ich denke mal, wenn jetzt, wie die Wahl da ausgeht, dann ne, 598 Mitgliedern, digitale Befragung. Können dann ja oder können nur an ja oder nein antworten. Ne? Das geht dann digital, das geht dann ziemlich schnell. Abstimmung über die Ampelkoalition, das sagt Initiator Matthias Nölke. Tja, ne? Also hier brodelt es ganz gewaltig und man muss jetzt, glaube ich, schon fast täglich damit rechnen, dass man hier vielleicht hören, Ampel ist aus.
es gibt Neuwahlen oder neuer, ne, die CDU übernimmt unter Merz oder Scholz tritt zurück aus irgendwelchen Gründen, wegen seiner Affäre und. Mal gucken, was die uns für einen Grund hier vorlegen. Warte, ich schalte mal wieder um, den anderen Modus. Ne, also wie gesagt, man möchte vielleicht die AfD komplett hier ausbooten, um wieder um die Hälfte zu senken, dass man jetzt vielleicht anfängt, die AfD sachlich und fachlich zu bekämpfen, oder man nimmt deren Themen, nimmt man jetzt weg mit den Atomkraft, mit Bürgergeld oder kürzen oder anders verteilen, kein Nachzug, also die Hauptthemen, die die AfD haben. Und aber wie glaubwürdig ist das? Also für mich ist das alles jetzt hier, dass der Merz unbedingt Kanzler werden möchte oder hier Hendrik Wüst, ich weiß nicht, wen man da jetzt hervorzaubert, oder unter Petorius, der hat ja sehr gute Umfragewerte. Das erfahren wir hier, das hinter den Mauern, da halten ja alle dicht, das werden wir gar nicht erfahren, wenn kommt ein riesen Paukenschlag, davon bin ich überzeugt, dass wir hier ja vielleicht Neuwahlen, ja, oder noch mal 2 Jahre weiter, und man will der AfD diesen Erfolg, den gönnt man der AfD nicht, gerade auch im Osten, da wird nächstes Jahr gewählt im September, und man möchte der AfD so viele Knüppel im Weg legen, wie es geht, und wenn die ganzen Altparteien zusammenhalten, zusammen regieren, und wenn es Parteien sind, die gar nicht zusammenpassen, mit links, grün, blau, hellblau und nee, was weiß ich was, ne? FDP und Wagenknecht und nur um die AfD zu verhindern. Ich bin gespannt, ob das gut geht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, welche Befürchtung ihr habt. Wisst ihr mehr? Habt ihr andere Quellen? Könnt ihr gerne mal reinschreiben oder macht ein Video oder irgendwie, ne? Setzt das da rein, ne? Okay, bevor die Kamera jetzt hier weggeht. Okay, sage ich schon mal danke für die Aufmerksamkeit, und ich werde auf jeden Fall dranbleiben und euch über die neuesten Stände dann berichten. Ne? Okay, dann bis zum nächsten Video.